Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12. Es gab eine kleine Aufnahmepause wegen Umzug und so weiter. Und deswegen habe ich keine Ahnung mehr, wo wir waren oder was wir vorhatten. 60 Stunden haben wir schon gespielt. Gott verdammt, das ist lang. Aber egal, wir lassen uns ja auch Zeit. Ja, toll. Wir stehen in Ravanastre. Das ist so ziemlich der nichtssagendste Ort, wo wir hätten sein können. Ich muss mal gerade ganz kurz. Oh mein Gott, das geht ja gut los. Was für Monster haben wir hier noch nicht angeschaut? Irgendwelche Mobs. Ach komm, das waren die Mobs in der südlich von Arcadis. Und der Dicke da. Sonst noch was? Aha. Ach genau, das hatten wir ja auch irgendwie so nebenbei umgelegt. Cool, das heißt, wenn wir viele Erdelementare töten, können wir gegen den entvölkern, indem sie unfruchtbar werden. Das ist toll. So, was ich eigentlich schauen wollte, war aber, ob wir noch irgendwelche Mobs haben. Also offen haben. Okay. Sümpfe. Nabudis. Kann ich noch nicht abgeben. Genau, der Rang, die beiden Rang 7er, die ich mich noch nicht antraue. Gut, okay. Jetzt ist die Frage, hatten wir schon unseren Clan gecheckt? Welchen Clanrang haben wir denn? Kriegsherr. Ich glaube, das hat ihn mir schon abgeholt. Wenn nicht, werde ich das nächstes Mal erfahren. Ja, dann. Ich glaube, so langsam glaube ich mich auch wieder zu erinnern. Ist es jetzt an der Zeit? Da lang. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo lang. Dschungel. Genau, dahin. Ja. Eigentlich hacke die Hose, wohin wir uns teleportieren, ob im Dorf Eld oder das andere Ding da. Also nehmen wir das Dorf. Ich glaube, das ist, wenn dann, ein kleines bisschen näher. So lange nicht gespielt, ich hab's richtig vermisst. Ach ja, die Sachen mit Amor. Na gut. Ich glaube, ich werde mich schon wieder reinfinden. War ja nicht die erste Aufnahmepause, die wir hatten. Gut, ihr merkt davon nicht so viel, weil ich immer ein gewisses Polster habe, bevor ich die Videos dann endgültig hochlade. Also ich mache dann halt eine Session, die ist dann 8 Videos lang oder so. Und dann lade ich die halt schön gestaffelt. 2 pro Abend, 2 alle 2 Abende irgendwie so hoch. Und dementsprechend habe ich dann immer ein bisschen Polster, wenn ich mal ein bisschen was nicht machen möchte. Da ich ja wusste, dass ich jetzt beim Umzug und neu einleben und alles nicht viel Zeit habe, hatte ich ein großes Polster. Das heißt, ihr werdet das hier vermutlich wirklich erst sehen, wenn ich ein Stück weiter bin. Oh. Aber daran habt ihr euch ja vermutlich gewöhnt, dass auch wenn ihr Feedback gebt oder so, ich da immer erst ein paar Parts nach dem, wo ihr kommentiert habt, drauf eingehe. Weil das eben alles verzögert ist. Aber ich habe schlichtweg nicht die Zeit, um wirklich in Realzeit jeden Abend halbe oder eine Stunde. Wer macht überhaupt Final Fantasy für eine halbe Stunde an? Das bringt ja gar nichts.
Da kommen wir ja kaum von einem Sprechband zum nächsten und schaffen gar nichts. Wir müssen das ja staffeln. Wenn ihr sowas spielen würdet wie Super Mario,